und damit hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten Let's Play Videofolge Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2 natürlich. Ich habe mir einfach mal gedacht, komm, du kannst mal zur neuen Karte, die jetzt rausgekommen ist, für totale Feuerschaft. Das ist hier Camino, die Kloanlage, wie wir gerade schon sehen. Da könnte ich eigentlich mal ein Video zu machen. Und ja, jetzt sitze ich hier. Ich habe das noch nie gespielt, die neue Karte. Und bin sehr gespannt. Wie wir hier sehen, es gibt anscheinend echt keine Fahrzeuge. Na gut, also, dass es keine Fahrzeuge gibt, klar, aber es gibt auch keine Raumschiffe. Keine Jäger. Das heißt, wir sind ganz auf Bodentruppen spezialisiert. Ich mag das. Fixhaut halber nicht, aber mir gefällt das, muss ich sagen. Ja, wir nehmen mal das gelbe Bataillon. Zu Hause ist es am schönsten, Jungs. Und wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Zeigen wir den Klappergestellen, dass Camino nicht auf ungebetene Gäste steht. Unsere Brüder brauchen Verstärkung und wir müssen auf dieses Schiff. Beides wird nur passieren, wenn er diese Kommandoposten erobert. Ah, okay, also die Infos sind ganz ein bisschen bearbeitet worden hier, ein bisschen anders. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, muss ich zugeben. Vor allem nicht am PC. Aber es wird schon irgendwie. Es ist größtenteils die Karte anscheinend wie totale Feuerschaft. Wie könnte man denn Emotes machen hier? Nee. Hilfe. Keine Ahnung. Tab? Nein. Na gut, Tab natürlich nicht. Ich glaube F1, oder? Nee. Ich weiß es nicht. Ich guck später mal. Bevor ich jetzt gleich erschossen werde. Oh, gleich noch einen Helden abbekommen. Totale Feuerschaft hat ja auch einige, wie soll man das nennen, Anpassungen erhalten. Also, man kriegt jetzt Samsunger Punkte für Kommandoposten. Wenn die das noch so haben, die können das jetzt einfach ändern, serverseitig. Was natürlich dazu führt, dass man, dass es ziemlich schnell sich ändern kann. Aber es ist eigentlich ganz gut. Aua, Hilfe. Hallo? Liegt das an mir nicht? An die Typen, glaube ich. Sehr gut. Was dazu führen kann, dass man natürlich jetzt nicht mehr alle Änderungen mitbekommt. Aber auf jeden Fall, das letzte, was ich gehört habe, war, dass angepasst wurde, dass man Lamsanger Punkte mit den Kommandoposten sammelt. Das sieht man ja auch oben, das geht echt recht Lamsang. Dafür aber die Bomben in den Schiffen selbst dann schneller hochgehen. Also die Phase am Boden, aua, quasi verlängert, die Phase in der Luft verkürzt. Ich habe gedacht, was fehlt denn da? Aber, muss ich nochmal gucken. Hat der Wookie, fehlt der Wookie-Krieger oder was war das da? Aber muss ich mal gucken. Ich hätte nämlich genug Punkte für den Wookie wahrscheinlich. Einfach, das wird sein. Scanne Gegner. Aber wer kennt sie nicht? Die Wookies kommen von Camino, ne? Mache Granate scharf. Das können wir mal gucken. Ah, doch, den Wookie gibt's hier. Ja, wahrscheinlich besetzt gewesen oder so. Ich hab schon nach den Wookie rausgenommen. Naja. Aber ich hätte ihn auch irgendwo gesehen, also von daher. Aber das ist seltsam, aua. Eieiei. Das könnte besser laufen. Im letzten Update angepasst wurde außerdem der Helden gegen Schurken-Modus. Es geht jetzt nicht mehr darum, ein Ziel immer zu töten, sondern ich glaube 50 Punkte sind inzwischen. Am Anfang waren es 25. Die Republik hat einen Kommandoposten erobert. Punkte zu bekommen. Punkte gibt man für jeden Kill, den man macht, egal an welchem Helden, gibt man immer einen Punkt. Und wer zuerst die geforderte Punkte hat, gewinnt. Ja, ob das besser ist, wird sich herausstellen. Es geht auf jeden Fall dann dem Problem aus dem Weg, dass man ein Ziel hat, ein Boa Fett zum Beispiel, der dann die ganze Zeit nur wegfickt und sich versteckt. Was schon ziemlich deprimierend sein konnte. Ah ja, was ist denn das hier, ey? Zielwasser habe ich heute Morgen leider vergessen. Hä? Habe ich F gedrückt? Wenn ja, wollte ich nicht. Wie konnte ich mich denn hinhocken? Ah, mit X. Sache, ich habe zu lange nicht mehr gespielt. Oh, hallo!
Jetzt hätte ich mein Schild gebraucht. Naja. Anders vorgestellt. Ja. Ich habe gehofft, dass jemand direkt in der Tür steht. Da reichen die Punkte natürlich nicht. Nehmen wir mal den Wookie. Jetzt hätte ich mir sogar wie früher, aber den muss man auch mal ein bisschen aufleveln hier. Wenn ich mich recht entsinne, wenn ich gerade. Oh, scheiße, wollte ich nicht. Wenn ich von Aufleveln spreche, ich glaube, im Helden im Schuppenmodus gab es jetzt doppelte EP oder so dieses Wochenende. Muss ich mal gucken. Aber da werde ich wahrscheinlich auch noch eine Folge aufnehmen, einmal. Um das quasi mal vorzustellen, die neuen Updates. Hier. Streamen wollten. Wollte Hellboy es gestern nicht. Und Fixer ist ja eh nicht so der Riesenfan von dem neuen Battlefront 2. Deswegen. Machen wir das hier mal so. Quasi. Muss eigentlich auch schon länger. Länger nichts mehr aufgenommen. Das ist schon mal wieder was anderes als zu streamen. Wir müssen nicht grenzwertig quasi nach rechts gucken, nach links gucken, um den Chat zu überprüfen. Aber es fehlt dann natürlich auch gewisse Gesprächsthemen. Oh! Ja. Achso, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, darf Maul und Yoda können jetzt auch blocken mit dem Lichtschwert, sowohl Schüsse als auch Lichtschwertangriffe selbst. Wobei Yoda Schüsse immer noch mit der Macht abwehrt. Was natürlich deutlich epischer ist als mit einem Lichtschwert. Aua. Officer. Und stimmt, das muss ich mal in der Playstation ausprobieren. Man kann jetzt meines Wissens nach bis Level 1000 leveln, alle Einheiten. Vorher war es maximal Level 70, hatte man auch relativ schnell erreicht. Also hatte ich auf der Playstation schon echt relativ lange an den meisten Druckern. Entschuldigung. Anscheinend kann man jetzt bis Level 1000 leveln. Es bringt einem meines Wissens nach noch nichts, aber ich finde das schon deutlich fairer, wenn dann mal noch neuer Content kommt für den höheren Level, dass man jetzt nicht alle XP, die man hier bekommen würde, einfach ins Nirvana schießt. Die Separatisten verlassen das Kampfgebiet. Sondern, zack, sie auch quasi irgendwo gut geschrieben bekommt. Außerdem ist auch einfach, selbst wenn kein neuer Content mehr kommen würde, weiß ich nicht, hoffe. Ich glaube nicht, dass diese Klappergestelle eine Rückfahrkarte brauchen. Der Feind entkommt. Dass man einfach das Gefühl, finde ich, verbessert, wenn man irgendwie irgendeinen Fortschritt sieht. Und wenn es halt nur eine Levelzahl ist, die höher wird. Ja. Das fand ich immer sehr traurig auf der Playstation. Das war einer der Gründe, weswegen ich dann kaum noch Offizier gespielt habe. Playstation, weil das erste Top, wenn ich auf Level 70 hatte, war der Offizier. Und dann wollte ich eigentlich immer die anderen erstmal hochleveln, weil Offizier hat man eh nichts davon gehabt. Die Punkte haben wir nicht für den Helden, aber wir sind Erster. Ui, was ist denn da los? Uiuiui. Man muss kein Jedi sein, um zu wissen, was diese Droiden vorhaben. Ich hoffe, mit der Aufnahme klappt das soweit. Wir können nicht zulassen, dass eine die Einstellungen, so nachdenke, nicht mehr genau überprüft im Endeffekt, nur den Ton. Aber ich hoffe, ist das alles gut, ansonsten vergebt mir. Wenn es zu schlecht ist, würde ich es auch gar nicht hochladen. Aber ja. Ich denke, also die Vorschau sieht gut aus. Die Schiffe sind natürlich immer noch das gleiche. Finde ich schade, aber. Na gut. Was soll man machen, ne? Aua. Ah, guck mal hier, der ist Level schon Level 31. Das wird dann wohl. Ja, der wird dann wohl Level aufgestiegen sein. Weil dem das maximale Level für den Arktruppe war ja 30 vermutlich, ne? Also das war ja deutlich niedriger als bei den Truppern selbst, ich weiß gar nicht mehr auswendig. Ich glaube es ist 30. Aber ich habe ja zum Beispiel alle Karten auf 4, die ich da habe, mit Level 21 und dann würde 30 ungefähr hinkommen. Und hier 71.
immerhin ein Level schon aufgestiegen seid, das Apatoskan. Jetzt fühle ich mich natürlich etwas benachteiligt, weil die ganzen XP, die man dafür gesammelt hat, nicht darauf gut geschrieben werden. Aber na gut. Feuerschutz! Los! Mutig, Kollege, mutig. Eigentlich dieses Gammelgewehr, habe ich kein weiteres freigeschaltet beim Schwer? Das muss ich gleich mal gucken. Oder ist ja schon das zweite, glaube ich, ne? Das zweite war ja auch ein Klonbuster bei dem schweren Truppler. So, jetzt kann ich das mal gucken. Ich habe schon eine Bombe aktiviert, ach du Heilige. Ja, es ist schon das zweite, sehr gut. Müssen die alle in die andere Richtung rennen? Hallo doch mal. Au. Aber fast warst du tot. Betonung auf fast. Nicht identifizierter Feind auf dem Feld im Einsatz. Unser Team scheint echt schlecht zu sein. Und wir hier auf dem ersten Platz rumgammeln. Und ich gerade nicht so die Bestleistung ablege. Abliefere. Fail. Jo, das, that escalated quickly, könnte man sagen. Ich habe so eine schnelle, Runde totale Feuerschaft hatte ich lange nicht mehr. Hatte ich noch nie, beziehungsweise. Neuer Feind soeben eingetroffen! Identifizierung nicht möglich! Was war denn das für eine Granate? Granate oder was? Sieht aus wie eine Schockgranate. Naja. Ja, war's. Oder? Nee. Hä? Kenn ich nicht, die Granate. Au. So hart waren sie also gar nicht. Wir sollten sie verfolgen. Okay, nochmal Glück gehabt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zurückkommen und es nochmal versuchen. Das heißt, wir bleiben bei dem ursprünglichen Plan. Überrennt sie auf der Oberfläche mit Klonen, damit wir an Bord des Dreadnought gehen und ihnen zeigen können, wie es gemacht wird. Ey. Im Vergleich, ich habe so viele Punkte wie der achte von dem aus dem Team. Schon ganz geil für Scharfschützen, muss man sagen. Nicht mehr in der Hand der Republik. Ah, da hinten. Nee.
Scheiße. Also vom Design her ist die Karte halt echt schon. Ja, Camino. Von galaktischer Angriff. Naja. Immerhin kamen sie da relativ schnell. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich erfahrt, dass es Camino wird und nicht Naboo. Weil Naboo ja schon ganz am Anfang, bevor Totale Vorherrschaft rauskam, in den, von Datameyer schon gefunden wurde als Karte für Totale Vorherrschaft. Deswegen war ich etwas verwundert, dass das jetzt immer noch nicht da ist. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche Probleme haben, die sie nicht lösen können, oder ob sie da irgendwie was ganz Spezielles, lustiges vorhaben mit Naboo, ich weiß es nicht. Aber ich bin überrascht, dass jetzt auf einmal Camino doch kam. Helber meinte, er hätte gerne auf Camino verzichtet, weil es keine Fahrzeuge gibt. Kann man teilen die Meinung, ich muss nicht. Ich finde es eigentlich auch mal ganz geil ohne Fahrzeuge. Obwohl natürlich ein Teil von Totale Vorherrschaft fehlt, dieses riesige Schlachtgefühl mit fetten Panzern. Unsere Truppen sichern einen Kommandoposten. Ganz cool, dass dieses Fakt von dem Teil da liegt. Dann hat man hier wenigstens ein bisschen den, bisschen das, die Karte verändert. Man kann nicht mehr einfach überall durchlaufen. Das ist eine ganz gute Idee gewesen. Ich weiß gerade nicht, wie das Teil heißt hier, aber ja, ich bin da nicht so der informierte Star Wars Spieler leider. Ey, dein Jetpack ist zu fett, Junge, ich sehe kaum was. Ja, das war schön. Der hat aber diese geile Waffe, das TL-50 hat der gehabt. Das will ich auch wieder haben hier. Ups. Spiel? Hallo? Ach, so. Kommandoposten verloren. Hallo, Count. I knew I could count on you. Aus. Unterstützungsfeuer bereit! Ich sniper dich weg mit meinem Minigun-Sniper. Ah, schön. Das ist echt nicht gut gerade, was hier läuft. Oh, nein! Die schönen Punkte. Was ich noch nicht gesehen habe, war ein Post von einem der Entwickler von der Frostbite Engine. Hat einer von den Star Wars-Entwicklern retweetet. Wo sie gezeigt haben, dass er einen neuen. Also an neuen Technologien für H-Berechnung in der Frostbite Engine arbeiten. Und ich hoffe und könnte mir gut vorstellen, dass das auch Einzug im Battlefront erhält. Wäre vielleicht noch richtig geil für die Wookiees, nochmal so ein H-Update. Wobei ich mir, wo ich sagen muss, dass es inzwischen schon besser ist als früher. Also ganz am Anfang sahen die Wookiees teilweise irgendwie sehr. Man muss kein Jedi sein, um zu wissen, seltsam aus. Ein bisschen so zusammengeklebtes, nasses Haar. Inzwischen geht's ja schon, also kann man sich eigentlich nicht beschweren. Aber noch geiler ist natürlich immer geiler. Wir können nicht zulassen, dass eine Horde Klappergestelle unser Schiff zerstört, oder? Wenn man sich den anguckt, das ist. Ja, es ist okay, ne? Immer noch ein bisschen zusammengeklebt, aber es ist okay. Dass der Feind die Ziele zerstört. Granate auf dem Weg! Kenne Infanterie! Jo. Wo
Boden überrannt. Was soll der Mensch gegen solchen Hass ausrichten? Wer führt denn da die Droiden an? Ich seh's nicht! Er macht die Augen auf, Junge! Ja, die Tür ist zu, okay. Ich hasse geschlossene Türen. Wir haben Unterstützung! Verbündeter im Einsatz! Nehmt das! Ein Sprengsatz wurde bei Ziel Alpha platziert. So, der Druide ist, glaube ich, tot. So ein Bug, dass der da noch steht. Doch nicht? Anscheinend doch nicht. Aber irgendwie hat er keinen Schaden genommen. So. Naja. Für die Republik! Was da? Au, 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 au. Aufhören! Das finde ich nicht gut, aber... Au. Hallo, Clown. Hallo, Boy. Ja, oh, I think that escalated quickly. 22 Minuten? Ja, oh, okay. Wir können nur hoffen, dass wir der Besatzung genug Zeit verschafft haben, um zu entkommen. Ja. Ich denke, das war relativ eindeutig, dieses Match. Aber gut, das war so die, mal das erste Mal gucken, auf Kamino von totaler Vorherrschaft. Ich werde jetzt gleich noch ein zweites Video machen mit Helden gegen Schurken, das werdet ihr dann auch mal die nächsten Tage sehen. Aber soweit soll es das von diesem Video gewesen sein. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr von neuen Karte haltet. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich habe dich doch eben aufgemacht, Kiste. Egal, ich mache dich auch nochmal auf. Naja, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage Tschüssi, Kowski.